Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich freue mich, dass Sie den Weg vom Mittagessen zurück in den Saal gefunden haben. Das ist ja an so einem Samstagnachmittag nicht ganz selbstverständlich, aber ich interpretiere Ihre Anwesenheit so, dass wir hier interessante Fragen diskutieren. Ich grüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Livestream. Man kann in der Tat Jan Philipp auch auf digitalen Kanälen verfolgen, was wir hier treiben. Ich habe die Ehre, jetzt den Nachmittag als Moderator zu gestalten und will einen kurzen Blick werfen. Wir haben jetzt ein tolles Thema, auf das ich gleich zu sprechen komme, und danach so eine Art Abschlusspodium zu der Frage von des Selbst oder man könnte sagen von Identität und Gemeinschaftlichkeit in der modernen, pluralen Gesellschaft. Was wir jetzt machen, knüpft eigentlich ganz gut an den Vormittag an, denn das Schlagwort ist schon ein paar Mal gefallen. Wir reden jetzt nämlich über den öffentlichen Raum, könnte auch etwas erweitert sagen, über öffentliche Infrastrukturen, also über die Orte und Netze, in denen wir eigentlich als Gesellschaft zusammenleben. Und man muss kein Schlaumeier sein, um zu wissen, dass das natürlich eine ganz elementare Frage in der Gerechtigkeitsdebatte ist: Wo und wie stärken wir eigentlich die Teilhabe an öffentlichen Gütern, am gemeinsamen Zusammenleben im öffentlichen Raum? Wir haben hier eine ganz fantastische Runde, auf die ich mich aufrichtig freue, schon seit ich weiß, dass sie zustande kommt, weil die uns nämlich ermöglicht, Leute ins Gespräch zu bringen, die über diese Fragen intensiv nachdenken, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, über die wir jetzt unbedingt reden müssen. Wir haben nämlich zu meiner Linken die, ich kürze das jetzt mal ab, Stadtforscherin und Stadtsoziologin Sabine Meyer, die, sagen wir mal, mit Schwerpunkt analoger öffentlicher Raum sehr, sehr intensiv und für mich sehr inspirierend darüber nachdenkt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir vom öffentlichen Raum oder überhaupt von Öffentlichkeit sprechen, oder was könnte das eigentlich sinnvollerweise heißen? Dann haben wir mit Jan Philipp Albrecht einen inzwischen auch nicht mehr ganz so dienstjungen Europaabgeordneten der Grünen, der sich intensiv, nicht nur, aber sehr intensiv, wie Sie vermutlich wissen, mit der Frage, mit digitalen Fragen beschäftigt. Nicht nur, weil es vor einem Monat auf Arte Premiere hatte, sei vielleicht nochmal darauf hingewiesen, dass es einen ganz tollen Dokumentarfilm gab aus 2015, der sich mit dem Kampf um das neue Datenschutzgesetz in Brüssel befasst, wo Jan Philipp nicht der einzige Protagonist ist, aber eine wichtige Rolle spielt, wo man sich auch nochmal angucken kann, wie sieht eigentlich so ein Struggle aus. Und das ist natürlich sehr spannend zu hören, wie ist es jetzt eigentlich mit dem öffentlichen Raum in der digitalen Sphäre. So. Und last but not least, Felix Heinreich von der Universität Stuttgart, genauer Koordinator am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung, der wirklich ein nicht erst seit gestern mir sehr auffälliger Experte und Nachdenker ist über das Verhältnis von Gefühlen, von Emotionen und Politik. Und die Aufmerksamkeitsökonomie im öffentlichen Raum hängt ja vermutlich doch sehr an Emotionen. Also haben wir auch nochmal diese Frage von Emotionalisierung, auch von Emotionen und Fakten im Spiel, und was könnte uns eigentlich Besseres hier passieren? Ich beginne mit einer kleinen Fragerunde, um mal ein bisschen Ordnung in die Dinge zu bringen, und würde tatsächlich Sabine Meyer folgende, eigentlich schon zwei Fragen auf den Weg geben. Erstens, wenn wir vom öffentlichen Raum sprechen, überhaupt von Öffentlichkeit, was ist eigentlich der Thrill an diesem Begriff?
Also was meinen wir damit eigentlich? Weil öffentlich, da würde ja jeder sagen, ja klar, aber was ist eigentlich damit gemeint und was ist vielleicht auch die Sprengkraft eines solchen Begriffs? Und dann vielleicht auch gleich noch die Frage, ohne dass Sie das jetzt umfassend beantworten werden können, wie entwickelt sich eigentlich, wie ist es eigentlich mit der Segregation, dem Zusammenleben und dem Auseinanderleben? Wie würden Sie da eigentlich jetzt staatssoziologisch die Entwicklung beschreiben? Was passiert da eigentlich in den letzten, was weiß ich, Jahren? Ja. Die erste Frage, bin ich an zu verstehen? Ja? Okay. Die erste Frage, also was, wie würde ich öffentlicher Raum definieren, mache ich aus zwei Perspektiven, also von der stadtplanerischen Seite und von der soziologischen Seite. Und es gibt natürlich immer von verschiedenen Disziplinen verschiedene Definitionen. Also von der stadtplanerischen Seite könnte man einfach sagen, es gibt ein Kontinuum zwischen öffentlich unkontrolliert bis rüber zum Privat, in privater Hand stehenden Raum, mal mit öffentlichem Charakter. Ne? Also das Kontinuum von einem unkontrollierten öffentlichen Raum, könnte man sagen, man denkt an so einen klassischen Platz, wo alle Leute hingehen können, es ist erreichbar, es ist zugänglich, es wird eventuell nicht mit Kameras überwacht, das wäre jetzt ein Idealfall vielleicht für bestimmte große Plätze, aber das wäre sozusagen an einem Kontinuum das eine Ende. Das andere Ende, was alle von Ihnen auch kennen, ist diese berühmte Shopping Mall zum Beispiel, wo man sagt, es gibt einen Raum, der in privater Hand ist, aber der ganz klar doch irgendwie einen öffentlichen Charakter hat, also Charakter im Sinne von Aneignung. Und die zweite Sache, wenn ich jetzt die soziologische Perspektive nehme, dann kann man sagen, der öffentliche Raum bedeutet, dass wir mit Fremden in Fremde sehen. Wir begegnen Fremden. Das ist so eine ganz klassische Definition von der stadtsoziologischen Seite aus. Der Raum, in dem wir mit Unbekannten in Berührung kommen und die wir begegnen. Und denen wir begegnen. Und darauf möchte ich nochmal sagen, Sie sind vielleicht alle Berliner, ich weiß nicht genau, kommen wahrscheinlich auch irgendwo anders her, aber es ist so, dass die wenigsten, die in Berlin wohnen, okay, sind Berliner. Okay, ja, genau. Aber es ist nochmal ein Unterschied, also da muss man auch nochmal aufpassen, dass viele Leute natürlich direkt an die Metropolen denken, Amsterdam oder Berlin, wenn man öffentliche Räume denkt. Und das ist auch ein schönes Ideal, finde ich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in so ein Dorf denkt, und da befinde ich mich gerade in der Forschung bei Klein- und Mittelstädten, ist ja nochmal die Frage des öffentlichen Raumes, ist ja nicht so, dass man da Unbekannten begegnet. Im Dorf ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass man Leuten begegnet, die man schon irgendwie kennt. Und das macht auch die Atmosphäre aus. Also wenn man wirklich über die Atmosphäre in öffentlichen Räumen spricht, ist es ein Unterschied, ob ich in einem Dorf im öffentlichen Raum bin oder in einer Stadt, in der Metropole im öffentlichen Raum. Also sagst du ganz kurz von der planerischen Seite und von der soziologischen Seite. Also das Öffentliche als das Unvorhergesehene. So, und wie entwickeln sich die Dinge? Nochmal zur zweiten Frage. Also wir haben das heute Morgen auch schon ein bisschen diskutiert. Man sieht natürlich da eine Segregation von bestimmten, wo sich diese Räume von Kontinuum, von ganz offen bis hin zum kontrollierten Raum verschoben haben. Und in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, in mehreren europäischen, auch US-amerikanischen Städten, sieht man ja immer mehr, dass Räume kollektiviert werden oder im Fachjargon sagt man auch verhäuslicht werden. Also dass wirklich ehemals öffentliche Räume privatisiert werden oder eben monofunktional genutzt werden durch Konsum. Und das setzt sich natürlich durch in allen Bereichen, zum Beispiel Gated Communities, also wo Leute sich in Gruppen zusammensetzen und auch wirklich die Straßen als Eigentum, als kollektives Eigentum haben. Und das sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also eine zunehmende Verwertung des öffentlichen Raumes. Und gibt es auch so ein jenseits dieser ökonomischen Problematik, so, weil wir da auch jetzt heute Vormittag geredet haben, auch so eine soziokulturelle Segregation, Gentrifizierung? Ja, Gentrifizierung ist da ein Stichwort für natürlich, dass man sagen kann, es gibt ja sehr viele Studien, das haben wir heute Morgen auch angesprochen, mit den verschiedenen sozialen Gruppen, ne? Sinus-Studies da oder diese Leefs, also im Niederländischen sagt man Leefstyle, Living Style, dass man sagt, bestimmte öffentliche Räume werden nicht mehr von allen benutzt und die Bedeutung ist auch wirklich unterschiedlich, sondern verschiedene soziale Gruppen bilden sich in Szenen und treffen sich auch in Szenen.
Und das kann man ja ganz schön sich vorstellen, dass da eine Verinselung stattfindet, von dem, also als Beispiel, wie wir uns hier treffen, könnte man soziologisch gesehen von einer Szene sprechen. Und genauso wie in bestimmten Theatern oder in bestimmten anderen Räumen. Also eine Verinselung, so könnte man es nennen, von öffentlichen Räumen. Vielen Dank. Jan-Philipp Albrecht. Also die Frage ist ja, was ist die grüne Erzählung? Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal die Brücke zu den Grünen schlagen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf diese digitale, auf diesen digitalen Punkt. Wenn Frau Meyer von der Verinselung spricht, wie schauen wir da eigentlich auf die digitale Entwicklung? Also im Prinzip fragt man sich ja schon gerade mit Blick auf die digitale Szene, was ist eigentlich aus dieser Euphorie, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, mehr Beteiligung, neue öffentliche Räume geworden? Weil man ja wirklich oft so denkt, scheiße nochmal, das wird ja alles irgendwie noch verinselter. Und dafür stehen ja auch solche Begriffe wie Echoraum, Filterbubble und so weiter. Wir reden ja immer noch mehr nur mit uns selber. Und dann natürlich die Frage, wie finden wir da raus? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine große Lernaufgabe für die Gesellschaft, überhaupt erstmal zu verstehen, was haben wir da eigentlich geschaffen mit der Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche und was sind das für Konsequenzen, die da mitkommen? Das war und konnte auch nicht von Anfang an alles immer genau absehbar gewesen sein. Ich glaube schon, dass man sagen muss, mit diesem digitalen Raum, der geschaffen wurde, wurde Öffentlichkeit auch oder Möglichkeiten für Öffentlichkeiten auch geschaffen. Das ist auch so. Und das kann man, sollte man jetzt auch nicht kleinreden. Das Problem ist nur, dass eben ganz anders als im analogen, zum Beispiel städtischen öffentlichen Raum, es nicht so rum ist, dass es eine Zeit lang in der Vergangenheit wirklich öffentlichen Raum institutionell gab und der sozusagen in der Privatisierungsecke immer weiter ist, sondern im digitalen Raum ist es eben im Grunde genommen erstmal andersrum. Das war immer privater Raum und der ist auch erst dadurch groß geworden, dass es eben im Grunde genommen einer von privaten Unternehmen und deren Konsumwelt sozusagen getriebene Entwicklung war. Und jetzt entsteht so langsam der Gedanke und das Gefühl, dass man irgendwie öffentlichen Raum schaffen muss, überhaupt erstmal. Und dass die Öffentlichkeiten, die geschaffen wurden, zwar alle ganz toll sind, aber natürlich denen folgen, was die Logik dieser Unternehmen ist. Wenn ich auf Facebook bin und eine Öffentlichkeit habe, dann ist das ganz stark davon getrieben, dass Facebook sagt, wir zeigen vor allen Dingen die Botschaften an, die positiv sind und einen damit vielleicht möglicherweise mehr dazu anleiten, zu konsumieren oder eben fröhlich in dieser Internetwelt zu sein. Wir müssen darüber reden, wie kann man ein Stück weit überhaupt erstmal richtige eine Öffentlichkeit, wie es in der ersten Definition sozusagen, also wirklich für alle und von allen, wie kann man das überhaupt schaffen? Das ist eine riesen Herausforderung, wettbewerbspolitisch, Bürgerrechts, von den Bürgerrechten her, da haben wir eine Riesendebatte drüber und die sehen wir ja auch. Was ich aber auch sehe ist, und das spielt auf diesen Punkt an, den du sagst, wir uns eben nicht darüber bewusst sind, in welche Zukunft wir insgesamt gehen. Also wenn du sagst, wir reden immer mehr mit uns selber, fällt mir als nächstes ein, ja, wir reden immer mehr mit Maschinen, schon heute. Also wenn wir reden ja den ganzen Tag schon mit Google zum Beispiel. Wir geben da die ganze Zeit Begriffe ein. Das ist ein Roboter, mit dem wir da reden. Der antwortet uns dann. Das gibt es ganz viel. Das heißt also, wir reden klar mit uns selber. Wir reden mit dem, was wir eben sozusagen an Diensten und Möglichkeiten dargeboten
bekommen und immer mehr eben in so einer gewissen Bubble, das sehe ich auch so, und darüber sich erstmal bewusst zu werden und dann daraus eine Entscheidung zu fällen, das ist, glaube ich, jetzt so die Lage, in der sich die Politik befindet. Und wenn ich jetzt mal die grüne Erzählung kurz dazu zumindest anreißen darf, finde ich, hängt das ganz viel damit zusammen, ob wir sowas wie demokratische Staatlichkeit auch im digitalen und globalen Rahmen schaffen gemeinsam. Also das nimmt jetzt schon eine Frage vorweg, die ich später gestellt hätte, weil wir ja jetzt erstmal so ein bisschen bei den Grundlagen sind. Was ist eine Strategie der Stärkung der Herstellung des öffentlichen Raums auch in dieser Frage staatlich-privat? Da kommen wir drauf zurück. Jetzt aber erstmal zu Felix Heidenreich. Also das ist ja unübersehbar, dass die Entwicklung des öffentlichen Raums, egal wie man sie jetzt genau beschreibt, irgendwie auch was mit dieser krassen Emotionalisierung von Politik zu tun hat, die es zwar vermutlich irgendwie immer schon gab, aber die jetzt irgendwie zumindest gefühlt so einen neuen weiteren Peak hat. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ist das eigentlich eine wäre das eine also erstens wie wäre dieser Zusammenhang eigentlich zu beschreiben von Strukturwandel der Öffentlichkeit und Emotionshaushalt so? Und dann wäre natürlich die logische Anschlussfrage, ist das eigentlich überhaupt eine schlechte Entwicklung oder vielleicht sogar in gewisser Weise eine gute? Weil als Helmut Schmidt völlig emotionslos Politik vorgetragen hat, war es ja auch keinem recht. So, und jetzt reden wieder alle von Willy Brandt, einem Großmeister der Emotionalisierung, so wie mein ehemaliger Chef Joschka Fischer zu guten Zeiten auch. Also wie ist es eigentlich mit der Emotio und der Ratio im digitalen Strukturwandel? Also du hast ja gestern Abend in der Diskussion auch schon auf so gewisse Paradoxien und Ambivalenzen hingewiesen. Und ich glaube, da gerade was die politischen Emotionen angeht, ist es eben genauso. Mariam Lau hat ja schon auf so Kippfiguren hingewiesen. Antiparlamentarismus bei den frühen Grünen, Antiparlamentarismus heute bei der AfD. Und ich glaube, so ein Begriff wie Empörung hat halt auch genau diese Ambivalenz, dass wir uns einerseits die Empörung engagierter Bürger natürlich wünschen und andererseits darüber erschrecken, wenn diese Empörung dann sozusagen in Diskursunfähigkeit umschlägt. Und in meinen Arbeiten habe ich mir das so zurechtgelegt, dass man, glaube ich, politische Emotionen dann eher demokratiefördernd und sozusagen auch diskursfördernd vielleicht verstehen kann, wenn sie als Ausgangspunkt politischer Debatten dienen, aber eben nicht als deren Endpunkt, nicht sozusagen als Diskursabschluss nach dem Motto, ich habe hier ein verletztes Gefühl und darüber möchte ich nicht diskutieren. Ich glaube, zu einer demokratischen Debatte gehört auch, dass man sich dann sozusagen über seine Gefühle irgendwie rechtfertigen muss und sich auch die Frage stellen lassen muss, ob diese Gefühle denn tatsächlich angemessen sind. Ja, das betrifft Angst, Furcht etc. Also ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Wie hängt das jetzt mit diesem Thema Medienwandel zusammen? Ich glaube, Jasmin Siri hatte heute in der Runde vorher schon den Buchdruck erwähnt. Ich glaube, wenn man so historisch zurückblickt, kann man schon sehr plausibel sagen, dass die Veränderung von Verbreitungsmedien immer sowas wie auch eine emotionale Verwirrung und Neusortierung nötig machen. Das gilt für die stärkere Anwendung der Schrift bei Platon. Da gibt es diese berühmte Schriftkritik, wo sich Platon darüber beschwert, dass die Jugend so viel liest und diesen unzuverlässigen Quellen traut. Das kann man beim Buchdruck, kann man sich fragen, inwiefern die Hetzblätter in den Konfessionskriegen emotionale Verwirrung gestiftet haben. Und jetzt sind wir halt genau wieder in so einer epochalen Situation, wo wir dringend irgendwie diese neue digitale Sphäre irgendwie neu sortieren müssen. Und ich fürchte halt, dass wir das ganz schnell machen müssen. Also wir haben da eben jetzt nicht mehr wie beim Buchdruck ein paar hundert Jahre Zeit, sondern da müssen wir jetzt irgendwie schnell reagieren. Und es gibt ja auch schon Möglichkeiten. Wir haben ja schon diese Datenschutz-Grundverordnung, die da so einen ersten Pfeiler irgendwie reinhaut. Also ich glaube, da gibt es schon durchaus Möglichkeiten, aber in der Tat würde ich sagen, da besteht ganz akuter Bedarf, weil ansonsten eben genau diese sozusagen auch emotionale Verwirrung stattfindet, die man, glaube ich, bei den digitalen Medien
ganz gut dadurch sehen kann, dass sie eben extrem beschleunigen. Also wenn ich mir einfach Donald Trumps Tweets angucke und auch die Tweets deutscher Abgeordneter, frage ich mich einfach, wie kommen die auf die Idee, auf Terroranschläge in London oder wo auch immer, innerhalb weniger Minuten mit irgendwelchen Welterklärungen in zwei Halbsätzen zu reagieren? Das ist so unfassbar unvorstellbar in der analogen Welt. Also niemand würde, während noch irgendwelche Verletzten reanimiert werden, sich daneben stellen und sagen, du, das hängt aber mit dem Islam zusammen. Es wäre so grotesk, ja. Aber anscheinend in der digitalen Sphäre ist sowas möglich und die Leute lassen sich da rein verführen. Vielleicht lasse ich es mal dabei und dann kommen wir zum Narrativ. Wer liest eigentlich diese Tweets? Das frage ich mich gerade. Hey, weil das scheint ja eine große Rolle zu spielen in der Politik. Ist das in erster Linie für Journalisten und Multiplikatoren gedacht? Oder? Absolut. Und da spielt es auch mittlerweile wirklich eine richtig große Rolle. Also man darf das nicht unterschätzen. Manchmal tut man das so, zu unterschätzen, welchen Wandel es da auch in der politischen Kommunikation gegeben hat. Heute ist das eben gleichwertig, wenn jemand, der in so einer Position wie Donald Trump ist oder auch Bundestagsabgeordnete oder Europaabgeordnete, wenn die halt auf Twitter einen Kommentar absetzen, dann ist das halt wie wenn sie halt einen Gastbeitrag in der Zeitung früher geschrieben haben und das ist dann auch ein Ausdruck einer Debatte, die da stattfindet. Aber es ist absolut richtig, damit ändert sich absolut der Diskurscharakter, wie wir diskutieren, weil in einem 140-Zeichen-Tweet kann ich eben nicht sozusagen eine Programmatik und ein Narrativ erklären und eine Idee formulieren, sondern ich kann im Grunde genommen die ganze Zeit nur Duftmarken setzen in einer Informationsüberflutung von Tausenden von solchen Äußerungen. Und es gibt da wenig, sage ich mal, editorielles Sortieren, Einsortieren, Kontextualisieren und so weiter. Und das macht es eigentlich für viele, trotz dieser vielen Informationen und dieser direkten Kommunikation, viel schwieriger teilzuhaben an dem demokratischen Diskurs, als das vielleicht in der Vergangenheit war. Ich würde, weil das wirklich spannend ist, da immer so ein bisschen herzugehen, jetzt nochmal auf den analogen Raum zurückgehen und jetzt mal eine Flugebene niedriger. Also mir lag gerade schon fast der Scherz auf den Lippen, wenn ich in so einen krassen Konsumtempel gehe wie Walmart oder auch in den Penny bei mir ums Eck, wo ich sehr gerne hingehe. Sehr gerne hingehe, weil da genau das passiert, was Sie fordern, dann ist da sozusagen eine Begegnung mit dem Nicht-Eigenen noch sehr viel wahrscheinlicher als im Hamburger Bahnhof oder in der Deutschen Oper. Naja, aber jetzt mal positiv gesprochen, weil das wissen Sie, das weiß ich, wer sind denn so Orte oder Infrastrukturen, wo das wirklich gelingt, dass Menschen aus unterschiedlichen Blasen, aus unterschiedlichen Klassen und Schichten, aus unterschiedlichen soziokulturellen Milieus, das lässt sich ja gar nicht trennen, meine Güte, das Soziale und das Kulturelle, wo die wirklich zueinander fahren. Da haben sie doch Praxiserfahrung. Wie geht sowas? Was mich immer so fasziniert, sind eigentlich schon die Sachen, dass es wird verteufeln, diese Shopping Malls natürlich schon. Also im Sinne von, dass man sagt, von der Stadtplanungsperspektive her betrachtet, sind das ja insofern Katastrophen, indem es die Verinselung ganz sozialräumlich vorantreibt. Also vor allem deswegen, ich komme gleich auf die Frage zurück, und zwar deswegen, weil diese Shopping Malls einerseits ja immer eine Rückseite haben. Um diese Innenwelt zu schaffen, die uns ja verleiten soll zu diesem Konsum, die man ja auch als Disneyization oder Disneyfikation im Deutschen bezeichnen kann, brauchst auch eine Rückseite und die ist ja oft sozusagen, hat ja eine desolate Rückseite. Ne? In Aachen zum Beispiel ist eine ganz große Shopping Mall gebaut worden, will ich Ihnen noch gar nicht jetzt weiter erläutern, wie das gelaufen ist, aber da sieht man ganz klar, auch die Leerstände, die es produziert in den wirklichen, also sagen wir mal realen öffentlichen Straßen, ist ja stadtplanerisch oder auch vom Erlebnisaspekt dieser Räume eine Katastrophe.
In der stadtsoziologischen Diskussion gibt es ganz viel Kritik an diesen Shopping-Malls, aber es ist schon so, dass ich immer ganz nuanciert geguckt habe, was sind es für Räume? Und das sind unter anderem sind die Shopping-Malls Räume, wo sich wirklich unterschiedliche Szenen treffen, wo nicht nur konsumiert wird. Wir haben mit Studenten ganz immer mal wieder Studien gemacht, wo ich gesagt habe, ihr müsst Leute beobachten. Wirklich eine Stunde lang, stundenlang haben die Leute beobachtet, wie die in diesen Shopping-Malls, und da sind immer so ein paar Bänke, die sind immer rappelvoll. Alte Leute müssen sich auch ausruhen, es gibt eigentlich immer zu wenig Bänke, aber wenn man genau hinschaut, formiert sich da ein Public Domain, wie die Niederländer sagen, also so Public Domain, also ein Public Realm, also wirklich eine Öffentlichkeit, die aber natürlich reizüberflutet ist, weil diese Shopping-Malls ja, sie haben Geräusche, sie haben Gerüche und so weiter, man wird abgelenkt. Und die Studenten haben was ganz Interessantes herausgefunden, dass die Kommunikationen, wirklich die soziale Interaktion im Raum, teilweise nicht mehr funktioniert, weil alle Leute auf ihr Smartphone gucken, obwohl sie zusammen an einem Tisch sitzen, und weil man sich gar nicht mehr versteht, weil die Musik zu laut ist. So, aber trotzdem ist so, dass aber ist trotzdem so, und das ist auch ganz interessant, in Siegen ist ein gutes Beispiel, dass da, wo gehen Leute mit Migrationshintergrund, die gerade erst da sind, also die Newcomer, wo gehen die jetzt hin? Die Männer, die ich gesprochen habe im muslimischen Hintergrund, die gehen nicht in diese normalen Cafés oder so. Wo gehen die hin? Die gehen in eine Shopping Mall, und nicht um zu konsumieren, sondern weil sie da das Gefühl haben, sie sind unbeobachtet. Es ist ein öffentlicher Charakter da. Und das fand ich ganz spannend. Und das Fitnessstudio, das war das Zweite. Wo ich auch sage, gerade diese städtische Entwicklung, diesen Fitnessstudios, ist ganz interessant. Ganz viel Einzelhandel macht zu, aber Fitnessstudios gibt es immer mehr. Ja, woran liegt das? Also wer geht jetzt dahin? Also, okay, wir haben jetzt über Shopping Malls geredet. Mir leuchtet es bis zu einem bestimmten Punkt an über Fitnesscenter. Aber jetzt nochmal, kulturelle Räume der sozialen Zusammenkunft, Bildungsräume der sozialen Zusammenkunft, Mobilitätsräume. Ich meine, meine Güte, wir stehen, soweit wir nicht Fahrrad fahren, wie ich, fast immer in diesen U-Bahnen, in diesen S-Bahnen. Also, wo müssen wir da ansetzen? Ich muss noch mal fragen, weil das kann ja die Antwort, also die Antwort kann ja nicht in Shopping-Malls und Fitnesscentern stehen. Nee, das stimmt. Ich wollte jetzt nur ein Plädoyer halten, dass man es nicht von vornherein schwarz-weiß verteufelt. Genau, das ist sehr sympathisch. Genau, aber ich würde es halt sehen als ein Teil der Infrastruktur. Und natürlich, ich finde, also die dritte Sache, die ich entdeckt habe, war natürlich auch, dass Third Places, also wie der Stadtsoziologe Oldenburg das nennt, diese dritten Orte. Dritte Orte, der dritte Ort ist halt der Ort neben der Wohnung 1, neben der Arbeit 2 gibt es dritte Orte. Und dritte Orte ist per se Pysang, also dieser öffentliche Raum, wo man sich treffen kann. Und auch gerade so öffentliche Infrastrukturen wie so eine Stadtbibliothek, wo man eben nicht konsumieren muss, wo verschiedene Angebote da sind, das ist natürlich ein sehr positives Beispiel dafür, wo verschiedene Szenen sich bilden und auch treffen können. Und das ist ja eine Sache, die kann man als Stadtplaner ja planen. Man kann ja diskutieren mit Mobilieneigentümern, mit der Stadt und so weiter. Müssen wir alle Stadtbibliotheken zum Beispiel schließen als öffentliche Infrastruktur, die potenziell niedrigschwellig sind? Also niedrigschwellige Orte, wo auch ein digitaler Zugang ist, also zum digitalen Öffentlichkeit und einer analogen Öffentlichkeit. Für mich war die Videothek übrigens auch immer so ein Ort, weil da stand halt der Fellini neben dem Zombie-Film, und da hat man schon zusammengefunden, zumal wenn man wie ich Fellini und Zombie-Filme sehr gerne mag. Das ist jetzt auch schon wieder mehr als eine Frage, aber da wir ja nur begrenzt Zeit haben, Jan-Philipp, also den einen Punkt, den wir jetzt wieder aufnehmen müssen, wie ist es jetzt eigentlich mit den digitalen öffentlichen Orten? Und du hast da ja schon ein Schlagwort genannt. Also ich sag mal ganz platt, irgendwie scheint es da ja so zwei Strategien zu geben. Nämlich entweder man hackt sich bei den Privaten rein und versucht es zu öffnen. Da hat ja Thomas Krüger gesagt, okay, dann spielen wir das halt bei RTL 2 ein oder bei dieser Kosmetikbloggerin. Ich nehme das ernst. Ja, das ist ja eine Strategie.
eine andere Strategie ist, und das heißt, dafür hast du ja gerade plädiert, eigentlich ist es ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, eigene Orte, eigene Räume, eigene Kanäle zu bauen, perspektivisch. Ich glaube auch wirklich nicht, dass sich das widerspricht. Das sind unterschiedliche Wege, wie man Öffentlichkeit schaffen kann. Und klar, wenn die Modebloggerin auf Instagram oder YouTube letztendlich dazu auch ein Stück weit eingebunden wird, einen öffentlichen Diskurs zuzulassen, oder gar, wenn es große Medien zum Beispiel sind, nehmen wir mal zum Beispiel Netflix, ja, wenn die verpflichtet werden, auch einen öffentlichen Diskursraum zuzulassen, sodass du dein Videothekerlebnis in Zukunft möglicherweise eben auch dort ausleben kannst, also da eine Kommunikation herstellen kannst, dann kann man sie auch dazu verpflichten, das mitzutragen und mitzuerlauben, um eben nicht diese Verinselung weiter zuzulassen. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie kann auch die öffentliche Hand öffentlichen Raum in der digitalisierten Welt schaffen, denn das haben wir bisher noch fast gar nicht, muss man sagen. Und es ist bisher auch fast immer schiefgelaufen. Wir wissen in der Netzdiskussion, die ja nun mittlerweile schon wirklich ihre 20 Jahre auf dem Buckel mindestens hat, dass es am Anfang eben schon so Initiativen wie staatliche Suchmaschinen gegeben hat oder andere Versuche, die alle schiefgelaufen sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber die trotzdem deswegen kein ausreichender Beleg dafür sind, dass das falsch wäre, diesen Weg zu gehen. Es gibt mittlerweile immer mehr Intellektuelle und auch Forscher, die wirklich deutlich sagen, es müsste auch von der öffentlichen Hand einen öffentlichen geschaffenen Raum im Digitalen geben, wie zum Beispiel eine Plattform für öffentliche Informationen, öffentlich-rechtliche Informationen, oder aber, dass man sagt, eine bestimmte Quotelung für bestimmte Inhalte. Das ist auch wieder diese Interaktion mit dem Privaten. Man verpflichtet Facebook, 20% öffentlich-rechtliche Inhalte zu übertragen. Neben also so das DCTP-Modell sozusagen im Internet. Alexander Kluge kriegt auch eine Stunde auf RTL sozusagen. Zum Beispiel. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, bisher ist vieles davon auch daran gescheitert, dass man nicht verstanden hat, dass das Digitale ein grenzenloser Raum ist und dass man das dann eben nicht mehr nach Landes- oder Bundesgrenzen sozusagen aufteilen kann diesbezüglich. Und man muss es neu denken. Vielleicht mal eine technische Frage, weil vorhin das Wort Roboter gefallen ist und du meintest damit ja die Algorithmen im Kern, was eigentlich auch nochmal was anderes ist, fällt mir gerade auf, der Großrechner und der ausführende Roboter. Gibt es eigentlich auch Algorithmen, die so eine Öffentlichkeit herstellen können, wie Sabine Meyer das meint? Chaos-Algorithmen, die die Leute auf das führen, was sie nicht sehen wollen? Genau, das ist tatsächlich ein Ansatz, den man macht, um eben ein Gegenmodell zum gesteuerten Algorithmus zu schaffen, zu sagen, wir brauchen etwas, das Neutralität schafft, das die Dinge wieder gleich macht sozusagen in diesem Datenraum. Das ist aber natürlich bisher noch überhaupt nicht weit betrieben worden, weil eben die Infrastruktur privat ist und dort gesteuert wird. Sehr, sehr spannend. Vielleicht kann ich noch mal versuchen, eine Analogie zwischen diesem digitalen Raum und dem analogen Raum aufzumachen, die mir wichtig scheint. Ich glaube, zur Öffentlichkeit gehört einerseits sicher sozusagen dieses Unvordenkliche oder dieses Überraschungsmoment, dass uns eben Personen oder Situationen begegnen, die wir nicht unbedingt erwarten. Aber gleichzeitig ist der öffentliche Raum doch auch immer eine Bühne, in dem Sinne, dass wir eben soziale Rollen spielen. Ja, also selbst hier in diesem Framing haben wir hier so ein Podest und es gibt irgendwie sowas wie eine Hierarchie in der Kommunikation, auch wenn wir die dann in der Fragerunde gleich wieder relativieren. Aber der öffentliche Raum ist schon auch immer irgendwie ein strukturierter und hierarchisierter Raum. Und insofern, glaube ich, brauchen wir halt irgendwie beides, ne? Und was uns, glaube ich, doch beunruhigt irgendwie stutzig macht, sind doch diese Phänomene von Rollendiffusion. Wenn man dann das Gefühl hat, gerade vielleicht durch die digitalen Öffentlichkeiten beschleunigt, fallen die Leute irgendwie aus der Rolle. Also ich meine, Donald Trump ist das offensichtlichste Beispiel, aber wir würden sicher viele andere Beispiele finden, wo wir irgendwie den Eindruck haben, da benimmt sich jetzt jemand in einem eigentlich öffentlichen Raum so, als wäre er zu Hause auf dem Sofa. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, weil das eben bedeuten würde, dass wir über dieses
Ausbalancieren zwischen einerseits Unberechenbarkeit, Offenheit, Unstrukturiertheit, Zugänglichkeit für alle und andererseits sowas wie Hierarchie, auch Hierarchie zum Beispiel, was dann tatsächlich News, Fakten, Tatsachen, Inhalte etc. angeht, dass wir darüber irgendwie politisch nachdenken müssen. Ich glaube, die liberale Erzählung, die ich jetzt eher abgrenzen würde von vielleicht der grünen Erzählung, würde doch sagen, okay, das wird der Markt schon irgendwie regeln. Ja? Also wenn die News eben alle fake sind, dann werden die Leute diese Nachrichtensender nicht mehr konsumieren und die Leute werden sich die zuverlässigen, guten Nachrichten bei der New York Times kaufen. Und ich glaube, was uns bei Trump so sehr verunsichert, ist doch, dass wir irgendwie feststellen, dass dieser zwanglose Zwang des besseren Arguments offenbar gar nicht so unbedingt funktioniert, dass die Leute eben trotzdem vielleicht bei Breitbart News sich informieren. Und das würde aus meiner Sicht eben bedeuten, dass wir sozusagen dieses Allmendegut der digitalen Öffentlichkeit doch irgendwie pflegen müssen, ja, und uns irgendwie drüber verständigen müssen, wie wir da nochmal eine neue Struktur reinkriegen. Kann ich auch direkt reagieren. Was so interessant ist, dass Sie die Rollen ansprechen. Der Unterschied ist ja, oder eigentlich will ich weitergehen. Ich würde sagen, klar, es gibt soziale Rollen, die wir jetzt hier und wir uns sehen. Wir vertreten eine Rolle, wir sind das, im digitalen Raum ja auch. Also das ist das, was so gleich ist. Man repräsentiert. Und das ist eine schöne Allegorie, dass man sagt, der öffentliche Raum ist ein Theater, ist auch eine Bühne und wir brauchen ein Publikum und andere Leute kontrollieren und sehen uns und wir verhalten uns. Der Unterschied, der große Unterschied zu einem digitalen Raum ist, dass im analogen Raum, in der Logik von einer sozialen Situation, das dadurch effektuiert wird, also es wird wirksam. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, wenn wir vom Demokratieverständnis sprechen, das erlernt werden muss, meiner Meinung nach, auch wirklich in der Sozialisation. Wie können beide Räume diese Sozialisation oder eigentlich das Gefühl der Empathie, ne, wo du ja auch schon so viel drüber geschrieben hast, wie kann man diese Empathie lernen? Und meine Skepsis ist dabei immer, dass man ja über Facebook dann doch eine Sabine sein kann, die ich vielleicht hier jetzt mit Ihnen nicht sein kann, weil ich ja nicht effektuiert werde. Ne? Und das ist mit diesem Lernen von dieser Demokratie, glaube ich, auch so. Wobei mein Zauberwort der weniger das der Empathie wäre, das ein eigenes Debatte, sondern eigentlich das der Repräsentation. Und zwar in einem Raum. Und damit meine ich jetzt nicht die Öffentlichkeit, das gibt's nicht, sondern diese vielen einen Orte, in denen sich Repräsentation herstellt. Darf ich an der Stelle mal reinspringen, weil wir in der Session vorne, in der vorletzten Session kam auch schon dieses Thema der Repräsentation und jemand aus dem Publikum sagte, niemand repräsentiert mich. Und das fand ich eine sehr interessante Formulierung, weil nach meinem Eindruck eben diese digitalen Medien das befördern, was man vielleicht so als Identitätsrepräsentation bezeichnen könnte. Das heißt, der Donald Trump ist eben einer von uns, der ist genau wie wir. Abends um 12 schickt er mir noch schnell eine Twitter-Nachricht, dass er jetzt ins Bett geht und dass ihm das Baseballspiel auch gefallen hat. Ja, der ist sozusagen wie mein Kumpel. Und was wir verlernen, ist eigentlich eine Differenzrepräsentation, wo wir sagen, Moment mal, eigentlich finden wir das schon angemessen, dass jetzt ein Richter vom Bundesverfassungsgericht uns nicht aus dem NPD-Verbotsverfahren unterm Tisch irgendwie eine Twitter-Nachricht schickt von wegen, oh, spannende Diskussion, mal gucken, was heute rauskommt, freue mich schon auf die Sportschau heute Abend. Das würden wir verrückt finden. Das würden wir verrückt finden. Ja. Ja? Aber bei Trump geht das irgendwie durch und ich glaube schon, dass das eben tatsächlich mit den Verbreitungsmedien zusammenhängt, weil es einen Unterschied macht, ob ich irgendwie eine Regierungserklärung auf Büttenpapier gedruckt bekomme oder ob ich halt eine Twitter-Nachricht bekomme. Aber mein Punkt war ja weniger, ob sich Leute repräsentiert fühlen in ihrer Blase, sondern ob das eine öffentliche Form, also ob diese Differenz sichtbar wird, das hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Ja. Ich würde vielleicht, wenn ich das darf, zum Abschluss jetzt noch einmal auf diese grüne Erzählung zurückkommen. Und da gehe ich jetzt auch mal weg von dieser Frage digital-analog. So. Also, ich meine, diese Frage, inwieweit Politik tatsächlich sich zum Beispiel in der sozialen Frage an alle richtet. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, die ist ja elementar wichtig und die treibt uns ja alle um. Und ich würde ja sagen, ich bin befangen, ich arbeite in der Grünen Stiftung, ich glaube programmatisch
ist es ja bei den Grünen durchaus durchbuchstabiert. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass da jetzt nur, was weiß ich, ich setze das alles in Anführungszeichen, die Migranten und die Genderfrage, sondern da geht es natürlich auch um sehr präzise, um Prekäre und Dienstleistungsproletariat und Langzeitarbeitslose. Und da findet man vielleicht bei uns zu wenig Konkretion in der Steuerfrage, aber bei Schulz hat man bislang überhaupt keine Konkretion. Das ist so. Aber dann gibt es ein ganz anderes Problem, und das nenne ich jetzt mal eher so sozusagen à la Bourdieu und die feinen Unterschiede, dieses soziokulturelles Konglomerat. Ich meine, man kann ja advokatorisch für sich für alle möglichen Leute stark machen, und es glaubt dir trotzdem keiner, weil du mit denen überhaupt nicht in der Verbindung stehst. Und weil die Leute sagen, hey, was bist du denn für ein Typ mit deiner Penny-Tüte? Ich kaufe bei der Bio-Company und da sind wir unter uns. Also und das ist ja nicht so leicht zu knacken, weil da, also, und das würde mich interessieren jetzt. Man kann ja auch sich eine Bomberjacke anziehen und in einen Migranten-Battle-Rap reinstellen und fühlt sich part of the game und ist trotzdem in Wahrheit nur Zuschauer. Also wie geht es glaubhaft, dass wir zusammenleben im öffentlichen Raum und dass die Grünen das auch ausstrahlen? Na, Fußball haben wir auch noch nicht drüber geredet. Mein Eindruck von dem, was ich auch als grüne Erzählung immer wieder erlebt habe, ist schon, dass diejenigen, die sich ein Stück weit für eine grüne, offene Gesellschaft einsetzen, auch versuchen, das kommunikativ und in der Öffentlichkeit so zu gestalten, dass man eben immer die Hand ausstreckt und versucht, mit den Leuten ins Gespräch darüber zu kommen. Ich glaube, das ist auch einfach generell eine Entwicklung, die wir in der demokratischen Öffentlichkeit auch in den letzten Jahren gesehen haben, die ja vorteilhaft ist. Die Leute wollen, dass ihnen auch die Hand ausgestreckt wird und man über die Dinge redet, und dann sind sie auch viel interessierter. Ich habe zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht, dass ich, seitdem ich im Europäischen Parlament bin, mir besonders viel Zeit dafür genommen habe, einfach ein Angebot zu schaffen, wo ich nur darüber rede, was eigentlich im Europäischen Parlament passiert, weil einfach unglaublich viele Leute zwar irgendwie erstmal das Gefühl haben, na, irgendwie ein Europaabgeordneter und dann noch ein Grüner, wie anstrengend, aber in dem Moment, wo ich ihnen das Angebot mache, mit ihnen darüber zu reden, sie unglaublich interessiert sind und das sehen und hören wollen, daran teilnehmen wollen und dann plötzlich merken, dass sie eben mit dem, was man thematisiert, doch viel mehr gemein haben und viel mehr auch nachvollziehen können, als das ihnen vorher bewusst war. Also, dass die institutionelle Entfernung eigentlich das eigentliche Problem ist, und die inhaltliche Entfernung eigentlich das ist, was einfach zu überwinden ist, wenn man überhaupt erstmal es geschafft hat, die institutionelle Entfernung abzubauen. Und da stehen wir eben deswegen, glaube ich, auch sehr richtig an dem Punkt zu sagen, es muss institutionell die Entfernung abgebaut werden, und das kann man eben letztendlich auch vor allen Dingen durch die Schaffung von institutionellen Räumen, also von öffentlichen Räumen, die sowohl im Analogen als auch im Digitalen, auch in der, vor allen Dingen in der Zusammenführung von beiden geboten werden und die man sich als Gemeinschaft erkämpft, und das ist meine persönliche Erfahrung, und ich glaube, dass man letztendlich dann den inhaltlichen Diskurs, das ist ja das, was wir wollen, dass wir unterschiedliche Meinung haben, das haben wir auch bei den Grünen untereinander, ehrlich gesagt. Also das ist ja nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie kommen wir an den Punkt, dass wir diese miteinander austauschen können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben Sie nicht gelangweilt hier vorne und einigermaßen repräsentiert, und trotzdem wäre jetzt der Punkt, wo Sie Gelegenheiten hätten, nochmal zu kommentieren oder nochmal eine Frage zu stellen. Bitteschön, Jasmin Siri, sehr gut. Ich würde wirklich gerne eine Frage stellen, die wo es um was geht, was mich sehr umtreibt, nämlich die Frage, wie sozusagen die Freiheit der digitalen Welt oder wie Freiheit da ausschaut. Und da würde mich interessieren, von Jan-Philipp Albrecht, weil er hier auch steht, in justizpolitischer Sprecher. Also es gibt ja schon also so von Ideen eines Abwehrzentrums Desinformation, also Wahrheitsministerium hat das mal jemand genannt in einem politischen Papier, fand ich ganz spannend oder korrekt, bis hin eben zu jetzt dieser marschen Facebook
Regularie, ja, solche Versuche, und mich würde einfach da ihre Meinung interessieren oder was sie denken, was man machen sollte, um sozusagen gleichzeitig Freiheit zu garantieren, aber halt auch Leute zu schützen im Netz. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln so ein bisschen hier vorne in der zweiten Reihe mittig. Nee, hier. Zweite Reihe, genau. Vielen Dank. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich eine ganz kurze Anmerkung mache, weil das heute Morgen auch schon so durchlief. Ich finde es an einem Punkt problematisch, Öffentlichkeit im Netz mit Öffentlichkeit allgemein zu vergleichen, weil wir haben eine nonverbale Ebene, die mit reinspielt und die nach Kommunikationstheoretikern 60-80% ausmacht. Deswegen ist es für mich nicht das Gleiche, ob ich den Daumen im Netz hebe oder ob ich ihn direkt hebe. Das mal zum grundsätzlichen Verständnis. Und dann würde mich nochmal interessieren, ein bisschen eine ketzerische Frage. Sie haben eben dieses Stichwort institutionelle Entfernung genannt. Und wenn Sie mir beschreiben, mit einer großen Offenheit, das ist so angekommen bei mir, diese Blase, in der sich Politiker und Journalisten bewegen, die sich gegenseitig bombardieren mit Tweets. Um welche Öffentlichkeit geht es denn dann eigentlich, die zurückerobert werden muss? Ja, vielleicht noch eine Wortmeldung, zwei, drei Reihen dahinter. Vielleicht die Hand ein bisschen höher heben, dann. Genau, so, sehr gut. Ja, vielen Dank Ihnen. Ich bin so ein bisschen mit der Erwartung hierher gekommen, es geht um Erzählung von Rückgewinnung des Öffentlichen und die grüne Erzählung. Und mir, wo ist denn das Grüne, habe ich mich gefragt. Also im Sinne von Umwelt-Nachhaltigkeitsgedanken verknüpft mit dem Öffentlichen. Das würde ich gerne hören. Danke. Also, nee, genau, ich würde sagen, dass wir zu den anderen, oder gibt es noch eine dringliche Wortmeldung, dann, ich sehe es gerade nicht. Gut. Ah ja, bitteschön. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen konkreter gewusst, was ist gemeint mit Wiederherstellung des öffentlichen Raums. Das wurde eigentlich noch nicht genau gesagt. Also Shoppingcenter soll es nicht sein, also Schibo auch nicht, oder ja, nicht in nur der jedenfalls. Art etwas, was wäre das? Dann können Sie das bitte noch genauer erklären. Danke. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich meine, vielleicht nur mit der Grünen, also die Frage nach der Ökologie ist gut, trotzdem ist mit, meinen wir, ich sage es nur mit grüner Erzählung, jetzt nicht Ökologie, sondern die grüne Strömung, egal ob Gerechtigkeit, Bürgerrechte oder Ökologie. Über Gerechtigkeit haben wir ein bisschen geredet, aber wir gehen jetzt wieder nach oben und es sind ja jetzt doch noch mal ein paar sehr interessante Fragen auf dem Tisch und ich muss euch leider mitteilen, dass das dann auch eure letzten Worte hier oben heute sein werden. Ja. Jetzt, Felix, willst du vielleicht anfangen? Ja, vielleicht kann ich ja mal mit der Frage von Jasmin Siri anfangen. Wahrheitsministerium wollen wir nicht haben. Was können wir denn dann tun? Ich fand bei Donald Trump erstaunlich, dass man eigentlich immer so diesen Moment sich erhofft hat, an dem sozusagen die Blase platzt, und habe mich dann gefragt, was wäre denn die Nadel, die man so in diese Blase hätte reinpieksen können, und habe mich dann gewundert, dass offenbar das amerikanische Recht nicht genug Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Verleumdung oder sowas vor Gericht zu bringen, denn wir haben ja im demokratischen Rechtsstaat durchaus auch Orte, wo dann tatsächlich Wahrheit irgendwie definiert wird, und das wäre die Beweisaufnahme oder die und ich glaube, da würde ich am ehesten sozusagen den Mechanismus sehen, zu sagen, okay, wenn wir die digitale Öffentlichkeit uns sozusagen wie den Gemeindeswimmingpool denken, dann kommen wir Grüne jetzt vielleicht in diese Rolle des Wartes, der irgendwie dieses Gemeingut pflegen muss, aber nicht, um die Meinungsvielfalt darin zu beschränken, sondern wir halten diese Sphäre sauber, genau damit diese Meinungsvielfalt gerettet wird. Und wie halten wir sie sauber? Meine Intuition wäre, dass das eigentlich mit diesen strafrechtlichen Mechanismen, Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, ich weiß nicht, Glorifizierung von Straftaten, da gibt's ja einiges. Und bei viel Hate Speech
Und viel Beleidigungen werden ja teilweise auch wirklich einfach die Klarnamen genannt. Die Leute anonymisieren sich ja noch nicht mal. Wahrscheinlich sind die Staatsanwaltschaften einfach total überlastet. Aber das wäre so meine Intuition dazu. Vielen Dank. Ich würde gerne eingehen auf die letzte Frage im Sinne von, welcher Öffentlichkeit sprechen wir, ganz kurz. Also wenn ich jetzt wirklich rein wirklich als Stadtplanerin spreche, sozialräumlich spreche, dann finde ich, dass für mich ist die Rückgewinnung des Öffentlichen ein Aneignungsraum. Also ein Raum, den wir nochmal als Bürger die wir uns aneignen können, weil gerade, das ist mein berühmtes Beispiel, dieser Shopping Mall, wir werden zu passivem Handeln verdammt. Also das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gesagt, aber wenn man sich gerade in schrumpfenden Städten diese Leerstände anschaut, das sind Räume, die teilweise auch von den Institutionen nicht mehr bezahlt werden können, wie zum Beispiel Stadtbibliotheken, Schwimmbäder und so weiter, dann haben Bürger sich ganz extrem viel Bürgerinitiativen dazu gebildet, um diese öffentlichen Services, die wir als Staat nicht mehr machen, wird durch Bürger gemacht. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten, was ich davon finde. Aber das ist eigentlich der Punkt, glaube ich. Diese Rückgewinnung von aktiver Bürgerschaft, das würde ich also meine persönliche Meinung ist das, dass ich denke, dass wir nicht mehr als passive Menschen uns bewegen müssen in Räumen, sondern dass wir sie begreifen als Teil von auch unseren Räumen, genau wie eine Straße oder Parks oder Spielplätze. Sie gehören auch mit uns, weil sie eben öffentlich sind. Vielen Dank. Ja, das sind jetzt noch ein paar Fragen, die offen sind. Ich versuche sie alle angemessen zu beantworten. Ich würde sagen, zu dieser Frage, wo ja auch schon was zu gesagt wurde, mit Blick auf den Umgang damit, dass es gerade im digitalen Raum natürlich ein unglaubliches Defizit dabei gibt, die Grenzen dessen, was wir uns als Diskursraum oder als Gesellschaft gegeben haben, durchzusetzen. Also, dass da natürlich schon eine Herausforderung bei der Politik liegt, zu sagen, wir können das nicht einfach laufen lassen, was zum Beispiel in sozialen Netzwerken an Grenzübertretungen stattfindet. Und das ist was anderes, finde ich. Also, da wird auch zu wenig differenziert zwischen dem, wo man sagt, okay, das sind jetzt Äußerungen und Meinungen und sozusagen eine Diskussion, in der auch hart diskutiert werden kann und vielleicht auch an die Grenze des Zumutbaren diskutiert werden darf und soll, und dem, was tatsächlich Straftaten sind und wo halt einfach der demokratische Diskurs unterwandert wird durch Missinformationen, Falschinformationen und so weiter. Und da finde ich es einerseits eben richtig, auch einen klaren rechtlichen Rahmen auch im digitalen Raum durchzuziehen, und da muss man dann eben auch auf rechtsstaatlichem Wege bessere Verpflichtungen gegenüber zum Beispiel den Betreibern solcher Dienste einführen, muss vielleicht auch dafür sorgen, dass staatliche Hoheitsträger wie Polizei eher auch mal vor Ort sind im Internet und nicht nur zugucken, wie Facebook das selber macht oder so. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch dafür sorgen, und das ist dieser Meinungen werden gesagt Bereich, dass es ein geordneter Diskurs ist, der möglich ist. Und da finde ich es halt einfach diese editorielle Verantwortung, wenn wir es zulassen, dass der einzige Moderation, die wir in so einer Diskussion hier stattfindet, im digitalen Raum, die Vermarktungsinteressen einer solchen Plattform sind. Denn Facebook ordnet alle Beiträge nach bestimmten Algorithmen, und zwar nach denen, die ihrem Geschäftsmodell entsprechen. Wir würden diese Diskussion nicht nach einem Geschäftsmodell, nach dem Geschäftsmodell der Heinrich-Böll-Stiftung oder von wem auch immer, ich weiß gar nicht, was das Geschäftsmodell ist, nein, nein, natürlich, die Stiftung hat ja gewisse Ziele, aber wir würden die Diskussion diesem Ziel sozusagen nicht in der Moderation unterordnen, sondern dem, dass wir gemeinsam einen Diskurs führen können und wie der am besten funktionieren kann. Also ganz klassische Moderationsmittel sozusagen, Kommunikationsmittel, die müssen eben in solche Netzwerke eingepflegt werden. Und das fände ich wichtig, dass wir darüber diskutieren. Dementsprechend auch die Frage danach, welche Öffentlichkeit müssen wir da zurückerkämpfen? Ich finde auch, man muss aufpassen, dass man nicht nur darüber diskutiert, sozusagen, ist das jetzt die Schwierigkeit der Eliten untereinander zu kommunizieren und muss man das irgendwie besser organisieren. Es ist beides. Es ist sowohl die Schwierigkeit der Eliten untereinander zu kommunizieren, denn die wird es weiterhin geben, und das Repräsentationsmodell baut ja darauf auf, dass es eben einen Kreis an Multiplikatoren gibt, die sich auch untereinander irgendwie auseinandersetzen können in ihrer Funktion als Repräsentanten. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch die Frage,
wie können diese Öffentlichkeiten für die gemeine Öffentlichkeit zurückerkämpft werden? Also wie kann der Digital Divide und auch der Divide zwischen unterschiedlichen Sphären durchbrochen werden? Und das ist etwas, was ich eben in die Frage, wie kann so eine Erzählung aussehen, in jedem Fall mit reinnehmen würde. Und ich finde zum Beispiel den Gedanken, sowohl das Digitale immer mit dem Analogen zu verbinden, nicht das trennen zu lassen und die Leute irgendwann nur noch im Second Life diskutieren zu lassen, sondern immer zu sagen, es muss immer die menschliche Rückbindung geben. Das finde ich einen wichtigen Ansatz. Ich finde es genauso wichtig, eben zu sagen, dass man irgendwie ein Chaosprinzip eben auch im Digitalen herstellt, also dass ich aus Versehen jemanden treffe und der sieht ganz anders aus als ich, das muss es auch im Digitalen geben. Also jetzt komme ich schon lange ins Reden, ich will aber noch eine Sache zu der Frage Grün sagen. Die Rückerkämpfung der Öffentlichkeit, die erleben wir doch zum Beispiel in anderen Bereichen auch. Hier in Berlin wurde die Frage sozusagen Rückerkämpfung der Entscheidungshoheit über die Stromnetze als eine Auseinandersetzung geführt. Für mich ist das ganz eng verbunden mit dieser Frage Rückerkämpfung von Öffentlichkeit. Das ist eine Rückerkämpfung von Institutionen, in denen ich mitgestalten, diskutieren und teilhaben kann. Also das ist für mich eine total grüne Frage, die gerade in diesen Bereichen der ökologischen Transformation und aber auch bei der Gerechtigkeitsfrage und auch bei den Bürgerrechten der Demokratie eine große Rolle spielen. Und wenn wir, jetzt sage ich das mal als Europaabgeordnete, uns überlegen, welche Herausforderungen uns entgegenstehen mit dem Klimawandel, mit der Frage der Automatisierung der Arbeit, der Globalisierung, die weiter voranschreitet, dann müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, wie können wir Diskursräume überhaupt erst schaffen, um diese Probleme, die globaler Natur sind und die viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, zu bewältigen als demokratische Öffentlichkeit. Es darf aber auch mal geklatscht werden, ja. Also, und bitte. Ja, man muss ja heute immer digital denken. Die Frage für unsere Zuschauerinnen draußen am Netz war, inwieweit eigentlich diese am Beispiel Tweets oder egal, wie eigentlich man sich so eine Multiplikation, so einen Multiplikatorenkreis vorzustellen hat oder wie das funktioniert. Also man kann sich das so vorstellen, dass in einer demokratischen Öffentlichkeit es immer ganz viele Gruppen gibt, die, wie gesagt, als Repräsentanten oder Multiplikatoren, Journalisten gehören definitiv dazu, auch Wissenschaftler zum Beispiel, Leute, die sich mit Fachthemen auseinandersetzen, dass die sich untereinander natürlich immer viel austauschen und die ganzen öffentlich diskutierten Inhalte vertiefen und weiterentwickeln und zu Entscheidungen auch irgendwann führen. Und das qualitativ, was sich geändert hat, ist, dass das früher in verschlossenen Räumen stattgefunden hat, dass das früher informell stattgefunden hat, wenn die Leute irgendwie beim Bier in der Kneipe neben dem Parlament zusammengesessen haben. Das Interessante ist tatsächlich, dass das heute öffentlich auf Twitter stattfindet. Und das ist, finde ich, allein ja natürlich das, was ich auch anfangs gesagt habe, ein großer Fortschritt der Öffentlichkeitsschaffung durch die Digitalisierung, dass man daran teilhaben kann. Das soll einen aber nicht denken lassen, finde ich, dass eine demokratische Öffentlichkeit ganz ohne Multiplikatoren, ganz ohne Repräsentation funktionieren kann. Ich glaube, das ist ja auch in der Debatte hier nochmal deutlich geworden. Partizipation zu stärken ist das eine, aber das andere ist eben auch Struktur für eine öffentliche Debatte zu schaffen, einen institutionellen Rahmen zu schaffen. Und das finde ich, das müssen wir eben auch gerade in dieser Frage schaffen, denn wenn am Ende derjenige, der als Einzelner Donald Trump auf Antworten klickt, dann möglicherweise mehr Einfluss hat als die gewählten Abgeordneten, die ihn zu kontrollieren haben, dann wird es natürlich auch schwierig. Vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass ihr jetzt so knapp geantwortet habt, dass wir noch für eine zweite Runde Zeit hätten, bis es dann Kaffee und Kuchen gibt. Gibt es noch weitere Anmerkungen oder Gedanken? Bitteschön, das ist sehr gut. Ja, darf ich?
Ja, bitte. Meine Frage wäre, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass zum Beispiel auf Facebook, dass es da vielleicht notwendig wäre, dass Leute auch das sehen, was sie vielleicht nicht sehen wollen oder dass man mal zufällig auf jemanden trifft. Ich sehe jetzt da das Problem in der Realität nicht wirklich, weil es gibt so unglaublich viele, klar, sind wir alle in unseren Bubbles und in unseren Gruppen, aber jeder sucht sich ja raus, für welche Themen er sich interessiert, wem er folgt und sieht in den Kommentaren unglaublich unterschiedliche Ansichten und Punkte, vielleicht sogar in viel kürzerer Zeit viel mehr unterschiedliche Meinungen, als mir das im Supermarkt oder im Fitnessstudio oder auf der Straße bei mir passieren würde. Ich sehe jetzt da nicht so unbedingt den dringenden Handlungsbedarf, da jetzt Leuten noch irgendwas aufzuzwingen, was sie jetzt nicht da irgendwie nicht sehen. Und wenn ich bestimmte Leute nicht, deren Meinung nicht schätze, radikale Meinungen oder Breitbart oder sowas, dann folge ich dem einfach nicht und dann möchte ich auch nicht dazu gezwungen werden, diese Dinge dann tatsächlich per Zufallsgenerator in meinem Newsfeed zu sehen, wenn ich diese Dinge in meinem Leben einfach nicht haben möchte. Vielen Dank. Vielleicht geben Sie das Mikro einfach eins nach hinten, genau. Ja, mir ging es ein bisschen mehr um den analogen öffentlichen Raum. Sie haben drüber gesprochen, wie man da wieder mehr schaffen kann. Was ich mich so frage ist, ja, wenn da viele Leute aus verschiedenen Bubbles hingehen, ich würde nicht mal sagen aufeinandertreffen, weil... Also zumindest nach meiner Erfahrung, wirklich austauschen tut man sich da doch dann nicht. Also das wäre doch der eigentlich entscheidende und wichtige und spannende Schritt. Ja, ich kann im Fitnessstudio neben verschiedensten Menschen auf dem Laufband laufen, ich kann die in der Mall sehen, ich kann die auf dem öffentlichen Platz und in der S-Bahn treffen, aber ein Austausch stattfindet, tut er doch nicht. Und wäre das nicht das Spannende und was könnte man da tun? Vielen Dank. Sehr spannende Fragen und noch eine dritte hören wir gleich, genau. Gleich erst jetzt oder gleich? Bitte, okay. Ja. Genau, eine Frage ganz konkret zum Raum dieser Tagung. Gestern Abend gab es in einem Kommentar eine Anmerkung, wo sehr auf diese Figur der einfachen Leute bezogen wurde. Und ich finde, ein Raum, der für sich beansprucht, irgendwie offen zu sein oder Meinungen von diversen Positionen irgendwie zu repräsentieren, wiederzugeben, da kann sowas nicht einfach offen stehen bleiben. Ne? Irgendwie finde ich relativ ausschließende, diskriminierende Äußerungen über Differenzierung, Hierarchisierung reinbringt im Sinne von die einfachen Leute. Mhm. Wenn das als eine affirmative Figur stehen bleibt, ist das hier, kennzeichnet das, dass hier den Raum der Tagung als einen sehr elitären, irgendwie exklusiven Raum. Einfach als Anmerkung gerne mit Reaktion. Ich vermute, wenn ich dazu was für den Gastgeber sagen darf, dass wir das so sehen wie Sie, nämlich dass man so nicht sprechen sollte. Was nicht ausschließt, dass es jemand hier tut. So. Gut, aber ja, okay, aber das okay. Genau. Was sagen wir zu den Kommentaren? Also vielleicht nochmal nur so ein Gedanke zu diesem Wiedergewinnung des analogen öffentlichen Raums. Also ich finde diesen Hinweis auch nochmal richtig und wichtig, sich klarzumachen, dass natürlich eine gewisse Distanz im öffentlichen Raum und die Tatsache, dass wir nicht mit allen reden müssen und nicht mit allen in Austausch treten müssen, auch irgendwie eine zivilisatorische Errungenschaft ist. Ja. Ja? Also das Dorf, wo jeder immer weiß, was ich mache, kann ja auch eine ziemliche Hölle sein. Aber ich glaube, es gibt doch so Zwischenfiguren. Also vielleicht erwarten wir auch von einem Fitnessstudio ein bisschen zu viel, wenn wir damit rechnen, dass die dann auf ihrem Heimtrainer sich über Parteiprogramme oder die Bundestagswahlen austauschen. Aber es gibt ja sowas wie temporäre öffentliche Räume. Also zum Beispiel in Frankreich, finde ich, gibt es diese sehr schöne Tradition des Dorffestes, wo einfach einmal im Jahr ein großes Fest stattfindet und einfach alle zusammenkommen. Im südwestdeutschen Raum gibt es diese Hockeze. Das ist schon so, dass die Leute dann einfach irgendwie in so ein Gespräch kommen. Und natürlich gibt es auch Stadtteilfeste. Eckkneipen, ja, aber vielleicht braucht man auch so sozusagen auch so Sonderzeiten. Ja, Sonderzeiten. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel verlangt zu sagen, wir schaffen da sozusagen Räume, die dann durchgängig immer diese Funktion erfüllen. Vielleicht reicht es auch, wenn man für Ausnahmezeiten das einfach organisiert. Vielen Dank.
Vielleicht trotzdem noch mal eine Frage. Ich meine, es wäre ja möglicherweise ein Fortschritt, dass sozusagen diese Unterschiedlichkeit oder diese unterschiedlichen, ich sage jetzt mal politisch, Interessen und Erfahrungsräume, dass sie überhaupt mal sichtbar werden. Das wäre ja ein Schritt vor dem Austausch. Genau, ne? Das wäre meine Antwort jetzt auf Ihre Frage gewesen. Also es geht, die Qualität von einem öffentlichen Raum ist ja eben gerade, dass man sich aussuchen darf, ob man sozialen Austausch hat oder nicht. Darum geht es eigentlich. Und die zweite Sache ist, die jetzt noch nicht zur Sprache kam, aber die ganz wichtig ist, ist, dass wir ja Leute sehen. Also diese Beobachtungsfunktion ist ganz wichtig, vor allem, also sicher in Studien gab es diese Ortsbindung ja auch. Ich bin jetzt von Amsterdam nach Siegen gezogen, was für mich ein Schritt war. Siegen ist eine kleine Stadt, ist eine kleinere Stadt als Amsterdam, ist eine Mittelstadt und hat einen ganz anderen Codes, wirklich, habe ich auch gemerkt, im öffentlichen Raum. Jetzt haben mich ganz Leute immer so dieses Belächeln, was sie jetzt auch haben, okay, von Amsterdam nach Siegen ist ein großer Schritt. Woran liegt es denn, ob ich mich jetzt wohlfühle oder nicht in der Stadt? Und das liegt mit daran, ob ich Gleichgesinnte sehe. Ich brauche die nicht ansprechen, die brauchen auch nicht jetzt alles von mir zu wissen, aber dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht die einzige Person, die vielleicht irgendwie aus Niederlanden, aus Holland nach Deutschland geht. Oder dass man das Gefühl hat, man sieht Gleichgesinnte. Und das ist eine Qualität, ganz, ganz unabhängig von diesem sozialen Austausch. Und das ist genau das, was du meintest, ne? Dass man sagt, es gibt eine Vorstufe davon. Und ich kann mir jetzt noch nicht in der Fantasie vorstellen, wie diese Vorstufe... Ja, da haben wir den Zusammenhang. Diese Flashmobs, die entstehen. Ganz oft ist ja so, dass Leute sich ja schon irgendwie im digitalen Bereich treffen und dass es dann immer wieder eine Effektuierung gibt im öffentlichen Raum, dass man sich dann trifft. Und dann werden Positionen verstetigt. Das ist eine Rückbindung. Aber wenn ich kurz nochmal, warum denn nur Gleichgesinnte? Also zum Beispiel in Ettlingen, wo ich herkomme, in der Rose, das war eine Dorfkneipe, da waren alle. Und da hat man sich natürlich auch wahnsinnig gefreut, dass der Sohn so da immer war, obwohl der halt ganz anders war als unsere Abiturienten-Clique da. Ist ja auch schön, oder? Ich bin auch ganz froh, dass ich unterschiedliche Leute sehe, so ist jetzt nicht. Cool. Auch in Siegen. So, genau. So. Also haben wir auch noch die regionale Problematik. Ja, ja, gut. Aber in Norddeutschland trifft man sich beim Grünkohlessen. Dann, Philipp, du kommst doch von daher, oder? Ja. Wolfenbüttel. Und ich habe vorher in meiner Kindheit mal in Siegen gewohnt, habe ich schon erzählt. Also ich glaube, das ist auch der qualitative Unterschied, ehrlich gesagt. Und das würde ich noch mal kurz zu diesem digitalen Raum sagen. Es ist einfach schon... Es hat eine Qualität, dass man sich eben in einer Öffentlichkeit, die da draußen existiert, die einfach da war, immer da war, aus Zufall irgendwie trifft oder eben Leute sieht, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Ausstrahlung, sich anders anziehen, ein ganz anderes Leben leben. Und das kann, ich sage nicht, dass das automatisch so ist, aber das kann durch bestimmte Entwicklungen, die wir durch die Digitalisierung haben, verloren gehen. Und die Frage ist, kann man diese Qualität anders irgendwie noch erhalten? Und da finde ich Gedanken wie zum Beispiel, dass man ab und zu mal, nicht die ganze Zeit, aber ab und zu mal was ganz anderes reingespült bekommt in seine Filterbubble, total interessant. Das muss ja gar nicht so sein, dass alles platt gemacht werden muss und jeder kriegt nur noch das Gleiche. Fände ich auch doof. Ich will denen folgen, denen ich folgen will. Aber dass ich ab und zu mal nicht per Werbung, die bezahlt wurde, sondern einfach so einen Inhalt reinbekomme, der nichts mit mir zu tun hat. Das finde ich anregend und ich glaube, da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Und ich meine, zum Beispiel jetzt mal als Europäer gesagt, arbeiten wir ja auch zu Recht seit dem Zweiten Weltkrieg daran, zum Beispiel junge Leute europaweit in Kontakt zu bringen. Dass es ein Mehrwert an sich ist, überhaupt grenzübergreifend mal Erfahrungen zu machen und dass wir da rein investieren. Und das würde ich abschließend nochmal sagen. Es ist eine Investition, öffentliche Räume zu erhalten und zu schaffen, in denen das passieren kann. Und das ist eine Entscheidung, Stichwort grüne Erzählung, die wir haben. Wollen wir da rein investieren? Wollen wir Institutionen zahlen, die zum Beispiel im digitalen Raum oder auch im städtischen Raum sozusagen das Leben der Menschen irgendwie als Ort mitgestalten oder ermöglichen und diesen Diskurs ermöglichen. Das fände ich schon, ist eine wichtige Debatte über diese Frage, was sind uns diese Institutionen wert und diese Investitionen da rein. Vielen Dank, Jan Philipp, und vielen Dank euch allen.
Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und haben jetzt die Gelegenheit, sich unten bei Kaffee und Kuchen zu stärken. Es wäre wunderbar, wenn Sie in einer Viertelstunde, nämlich um 15 Uhr, wieder da sein könnten. Denn dann sprechen wir zu der Frage, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wie ist es eigentlich mit der Identität und der Gemeinschaft in der pluralen Gesellschaft? Vielen Dank Ihnen natürlich auch. Ja.